bin Thoralf Staudt, ich bin Journalist und schreibe zum Thema Rechtsextremismus und wir reden heute über die autonomen Nationalisten. Die autonomen Nationalisten, abgekürzt AN, sind eine neue Strömung in der militanten Neonazi-Szene und sie sind sehr gewalttätig. Sie verherrlichen, das ist was Besonderes und das unterscheidet sie von vielen anderen Extremrechten, sie verherrlichen offen den nationalen Sozialismus. Dadurch sehen sie sich als die Nachfolger von Hitlers SA, sozusagen der Straßenschlägertruppe. Von ihrem Äußeren her passen die AN nicht in das übliche Neonazi-Klischee. Sie sind nicht Skinheads mit Glatze und Springerstiefel, sondern sie sind hip und sportlich gekleidet. Die Anfänge gehen zurück auf die Kameradschaft Thor in Berlin Anfang der 2000er Jahre. Die wohnten in Berlin-Lichtenberg und fanden die rechte Szene, die sie damals vorgefunden haben, öde und unzeitgemäß und haben stattdessen gedacht, wir kopieren die linken Symbole, die Sprache, die Aktionsformen. Sie haben auch gesehen, wie linke Autonome auf Demos schwarze Blöcke bildeten und damit Polizeiketten durchbrochen haben. Das fanden die cool, das wollten die auch machen. Sie haben gesehen, was die Linken an Musik machen. Auch das fanden sie cool und besser und wollten es selber machen. Was sie von der NPD halten, ist ziemlich eindeutig. Die sind ihnen weichgespült. Die finden sie viel zu bürgerlich, viel zu gewaltfrei. Sie wollen was anderes. Sie wollen konkrete Aktionen und ein rebellisches Auftreten. Sie wollen einen gewaltsamen Kampf gegen politische Gegner und Migranten, die ihrer Meinung nach nicht nach Deutschland gehören. Durch ihr Äußeres, das muss man sagen, sind sie gerade für junge Menschen sehr attraktiv. Es steigen sehr junge Leute in diese Szene ein mit 15, 16, 17. Das hat zur Folge, dass sie sich schneller radikalisieren, dass sie keine Rücksicht nehmen auf die NPD zum Beispiel mit ihrer gewaltfreien Strategie. Deshalb warnen die Sicherheitsbehörden inzwischen vor der Bildung terroristischer Kleingruppen aus dem AN-Milieu.